Thema heute ist das Aufstellen der Parameterform einer Geraden, wenn diese durch die beiden Punkte A und B verlaufen soll. Die Parameterform der Geraden kennen wir aus dem Film V16. Den Punkt A bzw. den daraus folgenden A-Vektor 1, 2 nehmen wir als Stützvektor. Alternativ könnte man auch den Punkt B bzw. den Vektor B nehmen. Als Richtungsvektor nehmen wir den Vektor zwischen den Punkten A und B, also den AB-Vektor. AB-Vektor berechnet man ganz normal mit B-Vektor minus A-Vektor, also 3, 1. Alternativ könnte man auch den BA-Vektor nehmen. Wenn wir Stützvektor A und Richtungsvektor AB einsetzen, erhalten wir folgende Geradengleichung. Schau dir die Grafik und weitere Beispiele in der längeren Version des Videos V18 auf meinem YouTube-Kanal matheklapper.de an. Du darfst gerne liken, teilen und oder kommentieren. Danke, ciao!